Hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Team React mit Let's Play League of Legends Folge Nummer 30 am Start mit Kylie und Varus. Dies und das irgendwas und ja. Interessant. Nein. Doch. Definitiv nicht. Doch. What? Es geht los. Oh mein Gott. What? He said what? Your time has come. Heute mal ohne Timo. Dafür mit Kylie. Ja, ist genauso ein lustiger Char. Setz die Ulti immer auf mich. Ja, auf wen denn sonst? Auf mich. Auf den Minion. Auf jeden Fall. Du willst doch nicht, dass der Minion stirbt. Ja, das wäre ja fatal. In der Tat. Nom nom nom. Ach ja, ne. Sehr interessant. Ja, gerade ist das echt interessant. Panda macht nom nom nom. Nom 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 nom. Panda ist tot. Ja, leider. Panda, wer wohnt eigentlich in diesen Panda. Häusern? Sieht zumindest aus wie ein Haus, sonst wären da nicht die Löcher drin. Ja, jetzt sehe ich's auch. Ich würde vermuten Elfen und andere Zauberwesen. Jolo. So. Eigentlich könnte man für unsere Zuschauer ja mal ein Rätsel erstellen. Das bringt was? Keine Ahnung, wir verlosen was. Und Fiddle, no kidding? An eye for an eye. Goodbye, Fiddle. Nope. Schlechtester Jungler EU West. Strong pull. Ja, das war nun wirklich genug gebullt. Well. Ach ja. Machen wir jetzt einen schönen Abend. Nee, mir fehlt doch hier. Wer fehlt denn hier im Bunde? Irgendein Botlaner. Jax. Fehlt. Jax. Trinus? Nee. Trinus Jungle. Dann machen die Solo-Bot. Oh. Warum campe ich denn hier im Busch? Einfach drauf! Weil ich fahren möchte. Ach, wohl, ich mache keinen Schaden auf dem Varus. Ach ja, ich vergaß, ich habe ja hier keine Runen. Ist ja nicht auf meinem Main-Account. Ach ja, heute mal ein wenig ruhiger hier. Ja, heute gehen wir mit der Ruhe an. Oh ja, das hat's gebracht. Du kannst mich healen. Das ist der Vorteil. Sonst ja immer recht hektisch im Spiel, aber heute chillen wir einfach mal. So sieht's aus. Ich brauche Minions, weil man die essen kann. Denk dran, du heißt nicht Nulu. Doch. Oh, Mom, Mom, Mom. Lol. What nice gank. YOLO. Er hat kein Mana mehr. Er ist jetzt komplett useless bis auf seinen einen Spell. Dead Flash, good job. Nein, Minions, nicht sterben. Ah, ich warte mal. Ja, wäre keine dumme Idee. Hat er wieder Mana. Ich nicht. Ach, einfach farmen.
Oh ja. Der ist schon ganz hart, der Varus. Das ist schon Sonderlage ohne Gleichen. Die Minions hitten gerade richtig scheiße. Ich glaube, ich hoffe, ich muss ein tolles Gold-Income-Item und dann ja, ein bisschen mehr Gold ab hier. Wenn du hier schön am Farmen bist, hoffe ich doch mal. Ja, kein Plan, ob er mehr hat als ich. Nee, hat er nicht. Jolo. Beim Minion-Farm erkennst du meistens schon, ob jemand das Spiel bereits gespielt hat oder nicht. Oder auch das taktische Platzieren von AOEs, etc. Ja, solange ich hier im Busch bin, kann er nichts machen, ne? Ich so wirklich, und Trinder kann so oder so nicht richtig ganken, bis er Level 6 ist und selbst dann unwahrscheinlich allein durch dein Ulti und dein Slow, mein Slow, mein Ulti. Wir haben den Counterspell Ignite. Leck. Und wir haben den Heal, ganz wichtig. Beziehungsweise das zweite ist. Ich habe auch noch die Summoner hier. Immer Warden. Jo, meine ist noch on cooldown. Ein AOE und er geht. Oh, das sieht gefährlich aus. Jetzt mal abwarten, damit ich ein bisschen mehr AP habe. Dann geht's ja aber richtig. Ach ja, ne? Your time has come. Oh, Trin. Guck mal da. Ah, treff sie gleich beide. Irgendwann musst du doch unser Cutie mal ankommen, ne? Das war jetzt wirklich der beste Gang EU West. Man müsste jetzt mal so schreiben, you came late, honey. Was ist hier immer noch hier? Ja, bei Varus' Basis. Der covert es wahrscheinlich. Ach, so ein dummes Kind. Ja, das ist schon wieder weg, ne? Kumpel. Please nicht hitten. Ich hab sie für dich gedownt. Ja, so schnell komme ich nicht nach. Ich mach noch keinen Autotech-Schaden. Jetzt habe ich nämlich kein Minion bekommen. Das ist jetzt schlecht. Kauft denn der dich? Hm. Imperial Scepter. Ah, jetzt hat er aufgeholt von dem Minions, gay. Hat der gerade allererste Barrier rausgehauen? Jo. Tralalala, weil wir so fröhlich sind. Macht schon Spaß zu farmen, ne? Ja. Muss ich nur outfarmen, das ist wichtig. Hat er Healputz? Nein. Der war taktisch schlecht gemacht von Varus. Er hat das AOE genau mittig gesetzt und hat mir eine einfache Möglichkeit gegeben, herauszugehen und zu farmen.
Ich geh gleich mal Base und kauf mein Gold Income Item, ne? Ja. Lass mich aber vorher Base, please. Ich hab Teleport. Ja, oder so. Aber dann nehme ich das noch ein Heal und dann bin ich in Schießungsweise 10 Sekunden wieder da. Ja, okay. Du wirst jetzt angegriffen. Immer diese Kinder. TP dich dann zum Warp beim River, ma? Mach ich. Zum River Warp. Ah, er hört das, shit. Na, er ist nicht so blöd, wie er sich anstellt. Wenn ich 100 Minions habe, gehe ich erst Base. Jo, macht es. Passt ja jetzt schon 70. Ja, leck. Leckt's heute aber ganz schön oft, ne? Ja, hin und wieder mal kurz. Eigentlich geht's sogar. I am not afraid. Your time has come. Ich geh warden. Jo. Unser Viertel stellt sich gar nicht so schlecht an. Zwei erfolgreiche Ganks jetzt, ein Assist, ein Kill. Shit. Nächster Kill. Ja, wie er mal gar nicht farmen kann. Weil er genau weiß, dass ich hier stehe. Ich place auch mal meine AOE immer so, dass er gar nicht erst bis zu den vorderen Minions geht, weil er geslowt ist und ganz genau weiß, dass du dann rauskommen könntest. Er ist total am Arsch. Ich mach trotz allem so mehr Schaden als du. Pass ein bisschen auf, er hat seine Ulti, ne? Aber er hat keinen Mann, um sie zu usen. Ja, trotzdem, don't risk. Game Warden. Jo. Who's next? Kylie OP. Hä, ich mach ihn ja frontal den Weg zu und du kommst von der Seite. Da ist er am Arsch, da hat er keine Möglichkeit. Vor allem, wenn er dann noch solo ist. Wenn man slow sitzt, dann hau ich dran mein tolles E drauf und dann hat er schon kein Leben mehr. Ich slow so oder so auch noch, das ist ja der Witz an der Sache. Puh, warum sieht der Minion mich? Schön, war klar. Ult me. Teil. I go down. Wenn er jetzt Ulti hat, bin ich weg. Ja, kommt ja, Leute. Warte, ich. Okay. Oder. Ja, ich lieg mal mit. Fehl. Geh Base, der wird nicht pushen. Oder, ja. Your time has come. Oh, come on, 10 Gold. On my way. Halt durch. Don't risk. War im Prinzip kein schlechter Gang von Trinder, aber die Ausführung war schlecht.
So, ich gehe mal auf die Andries, ne? Kauf dir erstmal Hextech Gunblade und Wutklinger. Rageblade, die sind wichtig. Stimmt natürlich auch wieder. Ja, ich bin so ein Fan von Leandries, das ist immer irre lustig, ja, wenn du dann mit jedem E deinen Gegner noch Brenn zufügst. Bringt aber erst im späteren Verlauf jetzt was. Gerade im Early Game wären die anderen Items nützlicher. Ja, ich habe jetzt 68 AP, jetzt geht's langsam los hier. Unser Tünder steht 4-2. Sieht gut aus. Ich geh mal den River warden. Wobei, da kommt eh niemand lang. Oh. Noah, oha. Good job. Das war er. Das nennt man schnelle Reaktion und Combo-Ausführung. Und jetzt kannst du farmen, wie du lustig bist, weil ich jetzt nämlich niemand dran hindern kann. Oh, da ist schon Blattsaster. Sehr, sehr geil. Instant gekauft. Es war halt gerade richtig krass, das ist eine richtig geile Combo gewesen. Muss man irgendwann in unsere längst geplanten Best-of-Videos mal reinpacken. Das war ja gerade wirklich eine Combo, ne? Ja, das war schon geil. Ich hau Ulti raus, du kommst an, beide Spells drauf, erst instant tot. Aber das ist ja auch nicht rafft, dass ich in diesem Busch immer drin bin. Das ist einfach ignoriert, falls er es rafft. Das ist schon selten dämlich, möchte ich mal meinen. Wäre cool, wenn du Mana hier hättest. Ja, aber dafür müsste ich eine Fähigkeit einbüßen, das wäre sehr uncool. Oh, da hat er sich aber noch ganz knapp aus meinem Kuh rausgeflasht. Ich hab mich gerade nochmal. Wir haben im Turm ja gepusht, du kannst jetzt auch ein paar Minions farmen. Ja, ich halte mich bitte zurück jetzt erstmal hier und dann. Ich jetzt mitbringe, sind erstmal ein paar Mana-Pots. fail. War denn jemand gefeedet? Ari, kann ich mitleben. Ari, apropos Ari, guck mal, ob ich die kriege in deiner Mitte. Die ist gleich weg, die geht. Brauchst nicht versuchen. Mhm. Lass Bot bleiben und ich habe Ulti in 20 Sekunden. Jetzt stirbt erstmal unsere Ari. Ist der Trinder weg? Das ist ja scheiße. Wobei, guck mal, Mitte. Die bleibt. Wenn ich jetzt eine Ulti treff? Moment, warte kurz auf mich. Ich bin nicht so schnell, ich hab noch keine Boots. Wir haben nicht so viel Zeit. Wartet. Komm. Nice, deine. Good job. Auch wenn du nicht dabei warst. Egal. Ich mach eben die Minions hier tot. Botlane Miss, immer noch. Ich hab schon geblinkt. Ey, die hat einen Blue Buff, cool, den hab ich jetzt. Ich kann mal ein Viertel den Arsch retten, da Trinder stalkt den grad so ein bisschen. Jo. Also ich geh Base nochmal wieder Bot. Okay. Zum Glück habe ich die Ulti bei Ari getroffen, sonst hätte ich die nicht gekriegt. Glaube ich auch. So, 100 Münzen warte ich jetzt nicht mehr. Wobei, ich könnte mal Dorans Ring verkaufen und hätte dafür Boots. Lohnt sich das? Ja, Boots. Wenn du keine hast, dann ja. Ja, dann ich lohnt sich normale das. Normale Boots. Ja, dann verkauf Dorans. So, dann weiter auf Hextech. Mitte. Audi. Shit. Jetzt machen sie einen Team-Push. Fail. Ich hab mich jetzt geheilt. Fuck. Ja, dummer Avi-Charm. Ja, Varus Ulti hat mich gestunt.
Nein. Dieser Ari-Charm ist richtig schlimm. Jo, indeed. Meine Güte. Das war mal knapp. Ich gehe wieder Botlane. Jo. Oh, da ist Jaxi. Den kriegst du, glaube ich, nicht. Aber immerhin, ich habe Kill. Aber Trinder, guck mal, ich komme auf die Top-Lane. Der pusht durch, ne? Ja, Trinder pusht gerade die ganze Top-Lane. Ja, okay, jetzt kommt da jemand hin. Jax oder Gangplank? Ja, Jax geht. Jax hat keine Chance gegen den Trinder. So, ich bin wieder da. Meine Minions. Wollte nicht. Hast du Trinket? Jo. Nein, meine Minions. Nimm sie dir, mein Gott. Scheiße. Hold me! So strange. Nice miss. Ja, das war schon genial vom Team. Ja, aber man merkt schon, die kommen alleine nicht mehr klar, deswegen läuft jetzt in ihren 5er-Grüppchen oder 4er-Grüppchen rum. Warum hast du deine Ulti nicht mehr? Weil ich die gerade eben auf mich geused habe noch. Und dann fiel mir ein, verdammt, ich habe überhaupt kein Flash. Und dann habe ich mir gedacht, egal, jetzt ist es eh zu spät. Und ich eigentlich durch die Wand flashen wollte, aber... es ist ohne Flash natürlich recht schwierig. Pussy, Jax. Naja, gefokust haben sie mich. Ja. Ja. Tot kriegen sie dich nur nicht, ne? Job. Jetzt zieh dich mal bottom. Erstmal Base. Ja, dann gehe ich jetzt eben Bot. Ich muss mit dem bisschen Geld, was ich gerade habe, klarkommen. Wir nehmen nämlich gerade nicht die Richtung, die es eigentlich nehmen sollte. Das ist natürlich nicht so toll. Braucht ihr mit dir eventuell Hilfe? Wer was? Oh, Trinner räumt auf. Ich habe aber keine Ulti, Leute. Autsch. Das tut dann auch dem Aurentius weh. Vor allen Dingen, wenn Ari alle Kills kriegt.
Champions. Oh, noch ein bisschen. Wir können eigentlich so eine Tank reingehen, ne? Die schreiben gerade im Chat, du sollst mit Ulti tanken. Was ist das denn für eine sinnlose? Chat. Okay, die Ulti war WP. Ah, ich hab meine gefällt. Ich hab meine Ulti einfach nur eine scheiß Tower zu tanken. Die hat doch immer 2 Sekunden, was macht das für einen Sinn? Shit, ich bin geslowt. Nein, 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 nein. Ah, wenn sie mich jetzt fokussen, kriegen sie mich. Trin geht gleich hin. Na dann. Was sag ich? Hole ich mir jetzt mal Schattenklinge, um die Stille zu beenden. Ja, ich weiß gerade, was hier gerade überhaupt passiert. Kein Plan, Taktik, Geplänke. Ich kann nichts machen, weil ich kaum Schaden mache, weil Ahri bzw. Trinder die ganzen Kills in den Teamfights pickt. LOL, wie mein Ulti zwischen sie durchfliegt. So, hab ich Viertel den Arsch gerettet, wa? Jupp. Bin zwar selbst dafür gestorben, aber das tut man nicht alles fürs Team, ne? Ja, die fliegen gerade den Varus. GG. Aktuell steht er nur 4-3. Macht aber verdammt viel Schaden. Komm, halt durch, halt durch, halt durch, ich komm dir entgegen. Rot. Sag ich doch. Ich war so nah. So knapp. Tja, das ist, wenn man einen Gegner feedet, der eigentlich total nicht im Game ist. Der dann auch noch den Level Advantage hat. Und dazu noch flashen. Das ist natürlich äußerst gut. Ja, äußerst fair. Und nevermind, er hatte auch noch einen Red Buff. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, er hat wesentlich mehr AD, obwohl wir fast identisches Equipment haben. Wie scheint, hat unser Trinder den gefeedet. Naja, feed him. Good decision. Jetzt gehörst du mir. Nö, Ahri. Who else? Komm, pushen.
Ari stiehlt jeden Kill. Ja, ist wirklich scheiße, aber... Naja, gefeedete Ari macht auch Schaden, ne? Du kannst aber mit einem gefeedeten Champ nicht gewinnen, zumal wenn der gegnerische AD Carry mittlerweile die ganzen Kills kriegt. Mhm. Denn AD Carry macht eine Ari platt. Und das raffen einige Leute nicht, dass der AD Carry die Kills kriegen muss. Wow. Ach ja. Bin ich gleich wieder der, der alles abkriegt. Bist du das nicht immer? Ja, weil das Team total fail ist in Teamfights. Total schlecht agiert. Ja, Trillen wahrscheinlich liefst du gleich, ne? Ich muss jetzt erstmal mal wieder mein Bluetooth erfüllen. Es ist aber auch eine höchst spannende Darbietung, die unsere Zuschauer heute zu sehen kriegen hier. Ja, definitiv. Dieses Match ist so langweilig. Oh oh. Ich retreate mal lieber. Was ich ganz lustig finde, ist, dass der Varus mehr AD hat als ich, obwohl wir die identischen Items haben. Der heißt, müsste er hätte ruhen. Hat er aber nicht. Also das ist wiederum sinnlos. So, komm, jetzt mal hier vernünftig pushen langsam mal. Das zu Ende kriegen hier. Wir haben Zeit. Oh, Trin gegen Trin. Und der andere Trin gewinnt am Ende. YOLO. Da komme ich und hole mir den Kill. Eine andere Varus. AFK. Die surrendern, lol. Na dann. Victory. Das war mal wieder ein höchst langweiliges Match League of Legends, was wir eigentlich nicht mehr so gewöhnt sind. Aber wir hoffen, es hat euch gefallen und ja, wir sind das Team weg, Twitch noch einfach erwähnt und wir hoffen, wir sehen euch im nächsten Video dann wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play, dies, das, irgendwas. Und ich würde sagen, bis bald. Ciao.